Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo, ihr Lieben. Also, wir hatten gestern ja den ersten Tag hier auf der MAX, auf der großen Messe in Berlin. Und heute nehmen wir euch mal mit. Heute ist der zweite Tag. Und ich denke, heute wird da ordentlich was los sein. Also, bis später. Hallo, hallo. Ja, jetzt wird es ernst. Jetzt geht es los mit der ersten Autogrammstunde heute. Das sind wir den Tag. Das wird die tollen Farben. Ja. Ja. Dann und jetzt schauen wir mal. Einige Menschen in der Warteschlange und dann geht es jetzt los. Bis später. Ihr seid bereit? Ja. Dein Schildchen? Ja, irgendwo wo Platz ist. Sehr schön. Dann ist mir das noch aussuchen. Ich habe eine Karte, Dennis. Traum. Tommy Morgenstern hier, hi. Ich bin auf der MAX hier in Berlin und es war ein schöner Tag. Es war anstrengend, aber auch schön. Mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Kommt alle oder wie auch immer. Hallo ihr Lieben, ich bin Juliana Jakobait, Grundsprecherin und war die drei Tage auf der MAX und fand es mega. Die Leute waren total süß, ganz bezaubernd. Ich habe die Wertschätzung der Leute unfassbar genossen. Und es ist richtig schön, dank Social Media, dank der Convention, ein Gesicht zu bekommen. Also ihr Lieben, tausend Dank und besucht nächstes Jahr die MAX, es lohnt sich. Hi, ich bin Matthias Strobel und ich bin hier auf der MAX Berlin und ich muss sagen, heute ist Samstag, der zweite Tag. Ich fand es richtig geil. Erster Tag war schon richtig toll. Wir haben mega Kollegen hier und ich freue mich auf Sonntag. Bis jetzt gefällt es mir gut. Es gibt tolle Cosplays, es gibt geile Stände zu essen, es gibt richtig coole Menschen, muss ich sagen. Der Japanische Garten ist wie immer ein Traum und ich bin gespannt, was Sonntag passiert. Hallo, mein Name ist Hubertus von Erzenfeld. Ich bin die deutsche Stimme von Sanji aus One Piece, von Kai aus Beyblades, von Kuga aus Inuyasha, von Yo und Seki aus Shaman King,
von Marshall Erickson, How I Met Your Mother. Ja, es war meine erste Max und ich muss sagen, es macht richtig Spaß hier. Die Leute sind alle total begeistert und ich kriege wahnsinnig schönes Feedback. Ich kriege Geschenke, Booster und für uns wird wahnsinnig gut gesorgt. Es ist einfach echt mega für mich. Es ist ein bisschen anstrengend auch, weil wir haben viel... Also wie sagt man, es ist viel zu tun, viele Autogramme, Fotos und so, und, aber kommt auf die Max, es ist, lohnt sich, es ist echt cool. Man steht nicht so lange an und es ist, glaube ich, echt ein Erlebnis, auch hier mal alle Synchronsprecher zu treffen und viele Stars aus der Szene und ganz tolle Cosplays habe ich heute gesehen. Hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Ja, ich fand es sehr witzig auf der Max wieder mal. Vor allem war es witzig, dass so viele Synchronsprecher von dazu gekommen sind, einfach random, wie man so schön sagt, vorbeigekommen sind, wie Max Felder, Jill Böttcher, Tobias Müller, Peter Flechtner, das war total lustig. Und es hat aber Spaß gemacht. Ich saß ja neben Santiago, was auch sehr lustig war, weil wir den gleichen Humor haben und uns auch schon kennen, weil wir vor 40 Jahren, ich bin beim Theater gespielt haben, Peterchens Mondwand, er war der Maikäfer. Und ich war Peterchen. Und es ist natürlich immer lustig, wenn man sich dann wieder sieht. Und immer ein bisschen laut. Und auch in der Halle so von der Luft her, aber das ist immer so. Und dann ist das schön, mit den ganzen Leuten zusammen zu sein, die man halt so lange kennt, auch privat. Privat sehr. Ja, super. Ich kann Santiago gut nachmachen jetzt. Pass auf, ich bin auch nicht so teuer wie er. Pass auf, also. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Na? Peter, gar nicht schlecht. Du, nächste Woche haben wir wieder neue Aufnahmen. Komm doch einfach mal vorbei. Cool. Oh, Moment mal, das geht überhaupt nicht. Ich bin hier der einzig echte und wahre und richtige. Da hat er recht. Ja. Es gibt nur einen, und das ist Santiago. Ja. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!